Hallo liebe Ölfreunde, lass uns heute nochmal über dieses Thema Follow-up sprechen. Kurz, prägnant auf den Punkt gebracht. Follow-up hat für mich so zwei ganz wichtige Bestandteile, nämlich auf der einen Seite, was findet in unserem Kopf statt, mit welcher Einstellung gehen wir an dieses Thema, was wollen wir mit Follow-up überhaupt erreichen und was sind dann konkrete Skills, konkrete Schritte, die wir tun können. Lass uns mit dem Kopf beginnen. Schau, Follow-up heißt für mich übersetzt die Bereitschaft, mich tatsächlich in andere Menschen zu investieren. Habe ich wirklich Lust dazu, einem Menschen, der bei mir ein Produkt gekauft hat, ein Öl, was auch immer, habe ich wirklich Lust, mich in diesen Menschen auch nach dem Verkauf zu investieren? Habe ich Lust, dass er mit dem, was er da gemacht hat, weiterkommt? Habe ich Lust, dass er tatsächlich einen Unterschied spürt zwischen der Zeit vor den ätherischen Ölen, vereinfacht formuliert, und der Zeit, wo er die Öle in sein Leben geholt hat? Bin ich wirklich bereit, einen Unterschied im Leben anderer Menschen auszumachen? Das ist so der erste ganz wichtige Schritt, der zwischen deinen eigenen Ohren klar entschieden werden muss. Nämlich in deinem Kopf, will ich das wirklich? Und es ist so immens wichtig, dass Menschen spüren, dass wir Lust haben, uns in diese anderen Menschen zu investieren. Das ist der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Habe ich Lust, wirklich eine dauerhafte Beziehung aufzubauen? Denn der Kunde prüft uns in Anführungsstrichen immer wieder. Er hat uns einmal ein Vertrauen gegeben und jetzt wird er auch mit Sicherheit schauen, was passiert danach. Bleibe ich wirklich im positiven Sinne am Ball, ohne zu nerven? Biete ich ihm meine Unterstützung, meine Hilfe an? Oder habe ich einmalig ein Geschäft gemacht, in Anführungsstrichen, und danach lasse ich nicht mehr viel von mir hören? Punkt 1. Der zweite ganz wichtige Schritt ist zu klären, wie will ich einen Kunden tatsächlich auf der Zeitachse begleiten? Wie kann ich ihn so unterstützen, dass er tatsächlich auch spürt, wir sind an seiner Seite, wir wollen tatsächlich mehr als nur dieses Produkt verkaufen? Und jetzt ist ganz wichtig, dass wir für uns einen guten Mittelweg finden, auf der einen Seite ihm Unterstützung zu geben, ihm aber auch gleichzeitig zu zeigen, es kommt jetzt ganz stark darauf an, dass er selbst auch Initiative ergreift. Was meine ich damit? Schau, wir arbeiten mit diversen Checklisten. Wir haben das in unseren Zoom-Calls besprochen, dass wir diverse Checklisten haben, wie wir zum Beispiel einen Kunden in den ersten 3 Monaten durch diesen Prozess begleiten. Ja? Wir haben uns diverse Hilfsmittel angeschaut, wie beispielsweise das Magazin 135 Anwendungen für das Öleset, damit der Kunde tatsächlich am Anfang sofort eine vertrauensbildende Maßnahme bekommt, damit er all das, was wir ihm vielleicht erzählt haben, dann auch in sein Leben umsetzen kann, dass er das nachlesen kann, dass er sozusagen das gute Gefühl hat, von Anfang an betreut zu werden. Gleichzeitig dürfen wir ihm aber auch zurufen, dass es jetzt wichtig ist, dass er sein eigenes Commitment abgibt, dass er tatsächlich auch für sich selbst entscheidet, ich will herausfinden, was macht diesen Unterschied aus. Dazu ist es notwendig, dass er eine gewisse Zeit investiert und wenn das nur 2-3 Minuten am Tag sind, wo er das Öl intensiv in sein Leben reinholt, er darf auch eine gewisse Lust und ein Interesse haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ein bisschen einzulesen, ein bisschen was zu machen, damit er tatsächlich dieses Verständnis dafür bekommt. Und drittens, tatsächlich auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, denn nichts auf dieser Welt erfolgt ohne Investment. Ja, sei es in Form von Energie, in Zeit, in Geld, in was auch immer. Denn wenn er wirklich spüren will, was für einen Unterschied die Öle in seinem Leben ausmachen können, dann muss er bereit sein, über einen gewissen Zeitraum auch tatsächlich die Öle intensiv in sein Leben zu holen. Das ist die andere Seite der Medaille. Das heißt, wir fordern und fördern den Neuen tatsächlich mit uns Hand in Hand Dinge zu erleben, die aber eins voraussetzen, dass er das tatsächlich auch will. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Lasst uns vor die Bereitschaft des Menschen abklären, ob er tatsächlich Lust hat, diesen Weg mit uns zu gehen. Und dann können wir ein Follow-up gestalten, das heißt eine Nachsorge gestalten, mit Hilfe von Dingen, die wir automatisieren, in Anführungsstrichen, wo wir Checklisten benutzen, wo wir bestimmte immer wiederkehrende Prozesse vereinfachen und gleichzeitig aber auch, wo wir auf die Persönlichkeit des Einzelnen dann Rücksicht nehmen. Und desto intensiver, desto ehrlicher und desto klarer wir mit den Menschen darüber sprechen, desto erfolgreicher wird unser Follow-up. Und das Wichtigste, am Ende des Tages geht es um Menschen. Wenn wir es schaffen, hier eine Basis, eine Vertrauensbasis aufzubauen, dann haben wir dem anderen einen Riesendienst erwiesen, weil er wirklich die Chance hat, die Öle kennenzulernen.
Und es ist auch für uns ein Riesenwachstum, weil wir einmal mehr erkennen, wie wichtig es ist, dass die Öle im Prinzip für uns nur Transportmittel sind, um dem Menschen tatsächlich die Chance zu geben, auf seiner ganz persönlichen Lebensreise weiter zu wachsen. In dem Sinne viel Erfolg bei eurem Follow-up.